Der erhobene Zeigefinger ist in den seltensten Fällen ein effektives Hilfs- oder Warnmittel. Das sieht bei Alkohol nicht anders aus. Dieses Video schildert daher meine persönlichen Erfahrungen damit, vom Trinker zum Nichttrinker zu werden. Alles, was ich mir davon erhoffe, ist, dass wir die Diskussionen am Laufen halten, damit dann jeder selbst die Mittel in der Hand hat, um sich selbst besser einzuschätzen. Hier sind also meine 5 Lehren aus fast 5 Jahren ohne einen Tropfen Alkohol. Theoretisch müsste das wahrscheinlich die wichtigste und ausführlichste Lehre sein, aber ich arbeite das einfach mal ganz schnell ab. Alkohol zu trinken hat viele negative Nebenwirkungen für unseren Körper. Und somit gibt man diese Nebenwirkung auf, wenn man den Alkohol reduziert oder wie in meinem Fall einfach weglässt. Ich habe seit fast 5 Jahren keinen Kater mehr, ich überfresse mich nicht mehr vor, während oder nach dem Trinken. Und generell fühlt es sich an, als wären alle Ziele, also gesünder leben oder abnehmen oder fitter werden, einfacher zu erreichen. Zur Vollständigkeit gehört aber auch, dass mir persönlich nicht alle Wunder der Abstinenz geschenkt wurden. Also ich habe zum Beispiel nicht sofort ganz viel abgenommen oder konnte plötzlich super schlafen. Dass Alkohol nicht gerade gesund ist in den Mengen, in denen ihn die allermeisten trinken, das weißt du auch schon. Das wusste ich damals auch, als ich noch getrunken habe. Das scheint die allermeisten Menschen einfach nicht davon abzuhalten, Alkohol zu trinken. Was ich wohl am wenigsten am Alkohol vermisse, ist der Kontrollverlust. Je mehr Alkohol floss, umso weniger wusste ich, was ich tue, wer ich bin oder was ich will. Und obwohl ich sicherlich kein absolutes Arschloch war, es ist nun mal so, dass man auch aufhört, Rücksicht zu nehmen. Und zwar auf sich selbst und auf andere. Wenn man bedenkt, dass einige durch Alkohol aggressiv werden, sich etwas antun oder sogar in ein Auto steigen und das eigene Leben und das von völlig Fremden und Unbeteiligten riskieren, dann kann man eigentlich echt Wut auf dieses Gesöff bekommen, oder? Solltest du persönlich trinken, aber anschließend niemals in ein Auto steigen oder aggressiv werden oder andere Grenzen überschreiten? Super, sehr gut. Aber ich wette, du kennst mindestens eine Person, die behauptet, es würde schon nichts passieren, obwohl schon mehr als einmal was passiert ist. Menschen sind ohnehin schon notorisch schlecht darin, Risiken einzuschätzen. Das ist wissenschaftlich gut erforscht. Und ja, es gibt Unterschiede, aber nein, glaub mir, du bist genauso wenig die glorreiche Ausnahme wie ich. Und wenn dann noch Alkohol dazu kommt, wird das Ganze nur noch schlimmer. Ich habe unter Alkohol nie so richtig, richtig Scheiße gebaut. Also so sehr, dass jemand zu Schaden gekommen ist. Aber es sind Dinge kaputt gegangen und Sachen gesagt wurden und Kontakte geknüpft wurden, die echt unnötig waren. Und wer weiß, wie oft auch einfach ein Quäntchen Glück im Spiel war. Die Geschichte von einer Fast-Katastrophe durch Alkohol geht bei einem glimpflich aus und wird zur witzigen Story, die man 10 Jahre später noch erzählt. Und bei einem anderen wird eine ähnliche Geschichte zu der Katastrophe, die einem 10 Jahre später noch den Hals zuschnürt, wenn man versucht, drüber zu reden. Also musste ich halt ehrlich sein. Mein angetrunkenes Ich, beziehungsweise mein betrunkenes Ich, baut Mist. Und ja, ich weiß. Unsinn oder Fehler machen ist auch mal okay und es ist menschlich. Wir sind nicht perfekt. Und gerade in jungen Jahren testen wir unsere Grenzen ja auch erst noch aus. Aber wenn ich dann jedes Wochenende Mist baue, auch wenn es nur kleiner Mist ist, wird aus einem Fehler halt so langsam eine Charaktereigenschaft. Ich kenne viele Menschen, die bis heute Alkohol nutzen, um einfach auf alle Konsequenzen zu verzichten. Klar machen das auch welche ohne Alkohol, aber du weißt schon, welche Menschen ich damit meine, oder? Die, die dich von oben herab behandeln, wenn du ihnen sagst, dass sie sich scheiße benehmen. Diejenigen, die auch die Storys aus dem Suff witzig finden, bei denen es anderen echt mies ging. Damit will ich einfach nichts mehr zu tun haben und ich will auch nicht riskieren, selbst so ein Mensch zu sein. Mein allerliebstes Gedankenexperiment zum Thema Alkohol sieht so aus. Stell dir vor, Alkohol wäre bisher nicht erfunden worden, es gibt ihn also nicht. Jetzt entwickelt ihn jemand. Und dann sagt er, hi, ich möchte, dass mein Produkt nahezu überall zum Verkauf angeboten wird und ich möchte es auch fast überall bewerben dürfen. Die potenziellen Nebenwirkungen sind lediglich Übelkeit, Abhängigkeit, ein erhöhtes Krebsrisiko, Gedächtnisverlust, ein geschwächtes Immunsystem, Aggressivität und oder Melancholie. Okay? Wir würden so jemandem doch den Vogel zeigen, oder nicht? Und wenn wir es aus dem Winkel betrachten, müssten wir eigentlich auch jedem den Vogel zeigen, der andere noch dazu drängen will, Alkohol zu trinken. Und da muss ich sagen, schuldig. Ich war leider auch jahrelang jemand, der sofort Gegenargumente geliefert hat, wenn jemand meinte, er wollte nichts trinken. Und das ärgert mich sehr. Ganz besonders, da ich selbst natürlich etliche Male blöde Sprüche bekommen habe in den letzten Jahren und somit weiß, was für ein Müll ich damals gelabert habe. Viele, viele Menschen, die nicht trinken, kennen das. Niemand fragt, warum du trinkst, aber jeder hinterfragt, warum du es nicht tust. Oft ist es leichter, eine Ausrede parat zu haben. Ich war zum Beispiel dann später oft Fahrer. Das hilft im Normalfall. Aber selbst da wollten mich einige wenige noch zum Trinken bringen.
eigentlich schon irre, dass Ausreden mehr Wirkung haben als »Nein, danke, ich möchte nicht trinken«. Eine Verbotspolitik, die wirklich funktioniert, muss erst noch erfunden werden. Rausch und Menschheitsgeschichte gehen nun mal Hand in Hand. Deshalb ist das ja hier auch kein Video, in dem ich Alkohol komplett verteufle oder ein Verbot fordere. Aber der Stellenwert von Alkohol in der deutschen Gesellschaft ist einfach nur krank. Der steht überall und er wird überall beworben. Ja, die ganz wenigen Ausnahmen mit Bezug zum Jugendschutz gibt es, aber die sind ja lächerlich. Ich habe vor vielen Jahren mal bei einem Fußballturnier für Kinder hinterfragt, ob man dann da wirklich Alkohol ausschenken müsste. Da wurde schon die Frage nicht verstanden. Der Alkohol sei ja für die Eltern. Mittags, am Spielfeldrand. Für mich war halt nicht nur der soziale Druck zum Trinken so ein Knackpunkt, sondern auch dieses erhöhte Bewusstsein für diese Besessenheit, die da in der Gesellschaft herrscht. Zur Hölle, ich bin super vorsichtig, wie ich das hier jetzt alles formuliere, weil ich halt genau weiß, dass es einige Leute gibt, die super aggressiv werden, wenn jemand nicht trinkt oder auch noch erklärt, warum er nicht trinken will. Und wenn ich dann in den letzten Jahren immer mal überlegt habe, naja, ein Drink wäre ja vielleicht ganz okay, dann war es halt oft so eine Trotzreaktion auf diesen absurden Stellenwert von Alkohol, die mich dann davon abgebracht hat. Die letzte Lehre aus den 5 Jahren ohne Alkohol ist wohl die, die am besten zum Kanal passt. Wie so viele Menschen habe ich Alkohol auch genutzt, um Hemmungen loszuwerden. Und wie so viele dachte ich auch, dass ich ja dann wirklich ich selbst wäre. Mittlerweile verstehe ich aber, dass ein Mensch sich nicht allein durch seine ungeschönten, hemmungslosen Eigenschaften und Verhaltensweisen auszeichnet, sondern eben vor allem auch dadurch, was er nicht tut, welchen Instinkten er nicht nachgibt. Sich und seine Persönlichkeit zu finden, ist ein langer Prozess, der sicherlich auch in Teilen durch eine gelöste Hemmung geschieht. Aber einfach zu sagen, ich plus Alkohol ist gleich authentisch und gut, das ist halt Quatsch. Und wenn wir immer wieder unter Leute gehen und das wirklich nur meistern können, wenn das Bier oder auch der Wodka fließen, na dann schieben wir die wichtige Arbeit eigentlich auf, bei der wir schauen, wie wir auch unter Menschen gehen können und uns wohlfühlen können, ohne auf Substanzen angewiesen zu sein. Wir müssen ja auch hinterfragen, woher die Hemmungen überhaupt kommen, um sie zu überwinden. Alkohol stellt diese Frage aber nicht. Alkohol setzt sich oben auf die Hemmungen drauf und tut so, als wären sie nicht da. Wenn ich heute das Gefühl habe, nicht mit mir im Reinen zu sein, dann hinterfrage ich das. Ich informiere mich, betrachte meine Probleme und lerne. Mal mehr, mal weniger schnell und effektiv. Aber früher konnte ich diese Gefühle speziell am Wochenende aufschieben. Ob bei einer Party oder einfach so mit Freunden. Ein bisschen Alkohol und schon musste ich nicht mehr darüber nachdenken, wer ich bin, was ich will oder was morgen kommt. Und ich vermisse das manchmal. Muss ich ehrlich so zugeben. Aber wenn ich das so zugebe, muss ich auch anerkennen, dass ich wahrscheinlich auf gutem Wege war, ein echtes Alkoholproblem zu entwickeln. Suchtanfälligkeit hat eine große genetische Komponente, die bei mir definitiv gegeben ist. Und wenn ich dann auch noch bestimmte soziale Situationen auf keinen Fall ohne Alkohol erleben wollte, dann ja, war das schon ein bisschen problematisch. Umso schöner finde ich es heute, dass ich darauf nicht mehr zurückgreifen muss. Wenn es wirklich Veranstaltungen gibt, auf die ich so wenig Bock habe, dass ich mir sie eigentlich schön trinken müsste, dann gehe ich halt einfach nicht hin. Dieses Selbstbewusstsein zu haben, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu respektieren, ist mir viel, viel mehr wert als ein paar Stunden Hemmungslosigkeit, die mir der Alkohol schenken kann. Vielleicht sollten wir uns einfach mal die Frage stellen, ob unser nüchternes Ich mit unserem angetrunkenen oder besoffenen Ich etwas zu tun haben möchte. Um zu feiern und zu lachen? Wahrscheinlich schon. Wodka Energy Jennifer ist ein definitiv interessanter Charakter. Aber würdest du dem unter Alkoholeinfluss stehenden Spiegelbild von dir selbst Geheimnisse anvertrauen? Es um Rat oder um Hilfe in einer Notsituation bitten? Ihm oder ihr die Entscheidung überlassen, wen du daten solltest? In den letzten 5 Jahren bin ich definitiv selbstbewusster geworden und habe mehr zu mir selbst gefunden. Klar hängt das nicht allein am Verzicht auf Alkohol, aber es war eben doch ein Faktor. Umso schöner wäre es daher, wenn es jeder mal ausprobiert. Es kann ja auch gut sein, dass eine Pause vom Alkohol für dich nicht bedeutet, dass du dauerhaft darauf verzichten möchtest. Aber wenn man all die Risikofaktoren und den sozialen Druck bedenkt, sollte wohl jeder früher oder später einmal ehrlich und ungeschönt auf sein Verhältnis zu Alkohol gucken. Viele haben einfach mit 13, 15 oder 18 angefangen zu trinken und das nie wirklich hinterfragt. Am Ende geht es darum, sich selbst wieder die Zügel in die Hand zu geben. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. In der Beschreibung findest du noch 2 ähnliche Videos zum Thema, die ich sehr gut fand. Falls du es bis hierher geschafft hast, dankeschön. Lass gerne einen Kommentar oder ein Like da, damit ich weiß, dass ein solches Video auch eine gewisse Daseinsberechtigung hat.